Ach, ein neuer Tag beginnt in der großen Halle und wir legen mal los. Ich werde heute endlich nochmal einen neuen Zauber lernen. Mir fehlt hier noch der Verwandlungszauber. Und nur noch Avada Kedavra und Imperio. Die beiden fehlen noch. Ich glaube aber, die kriege ich von Sebastian, wenn ich. Da habe ich Gruzio ja auch her. Und hier oben, das ist jetzt noch das, was ich mir holen muss. So. Revelio. Wir sind in der großen Halle erstmal angekommen. Moin. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Ist es auch hier gemacht? Ja. Anscheinend ist es gerade bewölkt. So, jedenfalls habe ich einen Brief bekommen. Ich habe Post gekriegt. Wo haben wir das denn? Eulenpost. Und zwar von... Warum ist das jetzt freigeschaltet? Normalerweise ist doch immer... Dings da, Professor Weasley. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen. Nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die sicher nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht, um den neuen Zauber zu lernen. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. So, da sage ich doch nicht nein. Gehen wir mal los. Jetzt muss ich noch einen Weg dahin halt finden, ne? Sammle die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Peeves, bitte nicht die Teile fallen lassen und Schüler anzünden, wenn die vorbeilaufen. Danke. Ja, dann gehen wir mal los. Und dann muss ich aber in die Bibliothek und die Handbuchseite zum unterirdischen Hafen finden. Hallo? Kann ich hier? Ah ja, brauche eine Weile. Es ist halt einfach Winter und kalt und die haben aber trotzdem alle Spaß. Aber keiner hat Mäntel an. Auch gab es nicht bei Schuluniformen auch Mäntel und so? Oh. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, habe ich noch mal ein neues Ding frei. Hier war ich noch gar nicht. Den Bereich vom Schloss war ich noch gar nicht. Guckt es euch an. Da ist schon wieder was rätselmäßig. Da sind Zahlen drauf. Von 1 bis 4. Okay, schon wieder ein Mini-Rätsel hier, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich da eigentlich hin wollte, aber hier ist ein Deckel. Ah, und hier stehen auch Nummern drauf. Pass auf. Das ist die 1. Und das mit dem Mond ist die 2. Also hier müssen wir hin und eine 2 machen. Hier haben wir das Teil, hier kommt die 4 hin. Dann brauche ich jetzt noch bei dem Dreieck die 3 und bei den Strichen die 1. Hold on. Hier kommt eine 3 hin. Oh, der andere hat sogar die 1. Und damit hat sich was geöffnet. Jetzt erklärt sich das. Schon eher. Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Ey, es gibt auch jede Menge Hogwarts-Geheimnisse noch. Alles klar. Ja, okay, ist ja gut. Dann gehe ich halt hier über die Seite rein. Aber theoretisch hätte man auch im Besen eigentlich reinfliegen können, ne? Geht's aber ab. Lumos. Da ist wieder. Aha. Das brauchen wir, um überhaupt richtig voranzukommen. Also nebenbei. Oh, nochmal eine große Truhe. Wieder ein unidentifizierter Gegenstand. Wette ich. Ja, legendäre Handschuhe. Cool. Sehr, sehr cool. Und da ist nochmal was. Auch nochmal was. Die Geheimnisse von Hogwarts. Sieht ein bisschen aus wie die Kammer des Schreckens, ne? Wo am Ende dann Basilisk. Ach, egal. Gehen wir mal hoch. Hey! Ernsthaft? Lässt du mich noch raus? Danke. Du hast mir gerade einen Kopf abgeschnitten fast. Ja, jetzt kannst du zumachen. Jetzt fällt kein Schüler mehr rein. Komm her, kann ich hier? Nein, offen ist offen. Jetzt ist zu. Okay, 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 okay. Ja, dann gucke ich nochmal. Ich bin eben falsch abgebogen. Was man wieder so alles findet hier. Oh, hier geht's rein. Unterirdischer Hafen. Unter Hogwarts. Also ist in der Nähe vom Bootshaus, das checke ich ja aber. Unten ist ja das Bootshaus. Das ist also der unterirdische Hafen. Alles klar. Revelio. Natürlich gibt es auch hier wieder Geheimnisse. Es gibt überall Geheimnisse in Hogwarts. Nicht identifizierter Gegenstand. Big Truhe wieder. Oh, eine Handbuchseite. Tief von der Viaduct befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die erste Klasse über den großen See nach Hogwarts bringen.
Ach so, ja, die gehen zum Bootshaus und vom Bootshaus hoch. Und die Boote lagern eigentlich im Bootshaus, sondern hier die ganze Zeit, I guess. Ich kann mich schon wieder nicht rollen und porten, aber ich glaube, da muss ich einmal reisen. Oh, was haben wir denn hier schon wieder? Sieh an, sieh an. Geld nehmen wir doch mal mit. 500 sind immer hier drin und das ist immer eine wahnsinnige Menge im Verhältnis, wenn man so guckt, was andere Teile kosten. Wir müssen, glaube ich, nach vorne auf dem Boot. Ah, nein, nein, ich musste nur hier hingehen, das entdecken. Und jetzt muss ich in die Bibliothek und die Seite finden. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Ja, dann gucken wir doch mal. Suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Oh. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quiz? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Niemand sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Gib mir das Buch oder ich nehme dich demnächst mit in den verbotenen Wald, in die Höhle vom Waldtroll und dann kannst du dem die Quizfragen stellen. Mal gucken, wie begeistert der ist. Ein Quiz klingt nach Spaß. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Der goldene Schnatzer? Der goldene Schnatzer. Richtig. Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Felix Felicis. Ah, Felix Felicis. Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Elderstab, Heiligtümer des Todes, Elderstab, Stein der Auferstehung, wie war das? Und den Tarnumhang des Todes, Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Mhm. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Quaffel. Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Falsch. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest. Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Leute, wie war das nochmal? Ob ich, also ich spiele das Spiel nicht, weil es gerade im Hype ist. Ich kenne mich aus. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Ja, Leute, keine Sorge, die Wizarding World oder generell alle Bücher, ich hab die durch und auch so ein bisschen extra Wissen von außen. Revelio. Keine Ahnung, ich fahre den Stuff einfach. Alle Fragen erfolgreich. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwaltung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es Ihnen vollständig als Leichtlektüre. Okay, komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen für fortgeschrittene Schüler. Ab geht's. Professor Weasleys Aufgaben sind erledigt. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Machen wir das doch mal. Let's go. Aber wenn ich schon mal hier oben bin, gucke ich, ob ich noch ein paar Sachen hier übersehen habe, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon mal hochgegangen bin. Ich glaube nicht, sonst hätte ich schon andere Sachen mitgenommen, aber jetzt habe ich alles erkundet. Gut, ab geht's in den Verwandlungsunterricht. Dafür müssen wir aber erstmal wieder aus der Bibliothek raus. Ruhe bitte! Ruhe bitte!
Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Nicht ganz, was ist die Aufgabe hier? Transformation, so. Ich bin mir generell nicht sicher. Ich habe das immer ganz seltsam verstanden. Ich dachte, dass Verwandlung nicht immer derselbe Zauberspruch ist, sondern dass das immer unterschiedliche Sprüche sind, je nachdem, was man in was verwandeln will. Aber ich habe auch schon gehört, dass es so, dass es nur einen Verwandlungsspruch gibt und man halt nur üben muss, das eine das andere zu machen. Bin mir da immer echt nicht so sicher, aber wir legen mal los. Mit links, leer, F. So. Also, im Wizarding World ist es dann wohl so. Aber im Game ist es nur ein Spruch. Wundervoll gemacht. Ja, cool. Neuen Zauber freigeschaltet. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe, wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen, ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein können. Als ob die das mitgekriegt hat. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem Sie Ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Irgendwie soll ich dir nie was erzählen. Nicht doch. Ich rede nur gerne mit Mr. Ollivander. Zauberstabkunde fasziniert mich. Und ich war noch nie in der Eulerei. Da wurde es mal Zeit. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung. Aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Ja. Dann muss ich noch mal ein bisschen Verwandlung, glaube ich, jetzt üben. Ich weiß ja nicht. Da kommen wir tauschen mal aus gegen Expelliarmus. Oh, falscher Zauber. Oh. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Alles klar, Sebastian hat mir auch was geschrieben. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Jetzt geht's aber ab hier. Lauter Quests kommen rein, weil ich jetzt ein paar Sachen abgeschlossen habe. Einfach in ein Fass verwandelt und weggeberstet. Ich glaube, so werden wir das jetzt immer mit Gegnern machen. Abfahrt! Gibt's noch irgendwas im Verwandlungsraum? Bestimmt gibt's noch hier ein paar versteckte Dinge. Oh, Stufe 1. Lass mal kurz gucken. Das ist aber gut. Demigeist irgendwo? Ja, da draußen fliegt noch eine Seite rum. Ich bin die ganze Zeit am Rumsuchen. Zaubereiminister, ich spioniere hier überall rum. Briefe mit an, zwischen der Lehrerin und dem Zaubereiminister. So, da hätten wir nochmal eine Statue, da fliegt dann noch ein Zettel entlang. So. Jetzt werden wir immer noch krasser. Ich bin am Überlegen, ob ich mir Expelliarmus spare und lieber Verwandlung nehme, weil das cooler ist. Müsste ich mal gucken. Jedenfalls Verwandlungsräume haben wir. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Auch nochmal Stufe 1 Schloss. Jetzt geht's aber ab. Was haben wir denn hier? Auch nochmal einen Gang. Wo es einfach nur nach oben geht? Mit dem Greifen?
Aber hier sind nur ein paar Gegenstände. Ach hier. Gibt's nichts, worauf ich zugreifen kann. Da war einfach nur ein Mega Power-Drank drin und das war's. Oh nee, da ist die Statue. Ja, warte mal, was soll ich hier machen? Was steht da unten? Ah. Und her mit dem Papier. Handbuchseite wieder. Habe ich bald 25 voll? Revelio. Cool, cool. Nee, dann haben wir aber jedenfalls erstmal auch diesen Raum finished. Und weiter geht's hier nicht. Ich dachte, dass hier irgendwie zur Seite gehen könnte. Oh ja, tut's auch. Und irgendwo hier ist noch eine Handbuchseite rumgeflogen, glaube ich. Da müsste doch jetzt gleich neben dem Büro sein. Auch am Stufe 1 Schloss. Revelio. Hier ist nichts drin. Aber das hier war doch auch ein Schloss. Warum muss ich jetzt ein Schloss knacken, um hier reinzukommen? Was ist das für eine Area? Hier ist wieder ein Stufe 1er. Alohomora. Was sind das hier schon wieder für ein Raum? Auch nochmal was? Professor Binz. Oh! Der ist halt einfach Lehrer gewesen und eines Tages von seinem Schreibtisch aufgestanden und hat nicht festgestellt, dass er tot war. Und hat einfach Unterricht weiter durchgezogen als Geist. Okay, hier sehen wir erstmal nichts drin. Alles vollgestapelt mit Büchern. Und da oben ist noch eine Seite. Aber hier muss ich gleich mal durch die Tür gucken. Oh, was haben wir noch? Das ist eine Sphinx. Sphinx-Statue. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf auf einem Löwenkörper, der wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zauberern eingesetzt, um Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewachen, da sie Intelligenz und ein Vorliebe vor allem für mögliche Rätsel haben. Ja. Kennt ihr vielleicht aus dem vierten Band? Leider war das nie im Film. Aber beim Trimagischen Turnier, als sie in dem Labyrinth waren, musste Harry an einer Sphinx vorbei. Und die hat ihm ein Gedicht aufgesagt, was er lösen musste, um... Anne, geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Alles klar. Also, der muss das Rätsel lösen, um an dir vorbeizukommen, hat es dann auch geschafft. Okay. Die Lösung des Rätsels war eine Spie... Ne. So. Nehmen wir hier wieder die Handbuchseite mit. War das aber halt mal alles? Ne, ich habe wieder neu angefangen. Und Schloss Stufe 2, das kann ich komplett vergessen. Wo sind wir denn hier bei den antiken Axolotl-Ägyptern? Das ist der ägyptische Gang. Zaubereigeschichte halt, ne? Oh! Das ist das Geschichtsklassenzimmer! Ja, sag ich doch! Aber warum ist das Geschichtsklassenzimmer hinter einem Schloss verriegelt? Und das hier ist wohl dann Professor Binz. Hier ist eine Seite wieder. Auf diesen Buntglasfenstern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Ja, Merlin. Da sind die vier Gründer. Wen haben wir hier? Das kann ich jetzt nicht sagen. 1289. Kann ich mit dem Professor reden? Hallo? Nein, kann ich nicht, aber das ist... Safe, Professor Binz. Revelio. Kann mir nicht vorstellen, dass hier so gut wie nichts ist. Ist es aber so gut wie nichts. Schade. Professor Binz' Unterricht ist dröge wie eh und je. Ah, hier kann man so rein. Gerade als ich mich langsam im Schloss zurechtfinde, bewegt sich eine Treppe und ich verlaufe mich wieder. Ja, so läuft das. Ein wunderbarer neuer Tag ist angebrochen und wir gehen mal in die Droy-Besen rein. Und zwar hier und treffen uns mit Poppy. Wir hatten ja das mit den Drachen hinter uns. Und dem Drachenkampf. Mal schauen, was hier abgeht. Ich würde gerne mein Ei ausbrüten noch. Im Raum der Wünsche, aber ich glaube, das geht nicht. Hier drüben. Ja, ich hätte dich nicht übersehen können. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor.
Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Was? Aber Norbert. Meinst du wirklich? Das scheint mir viel Aufwand für ein Tierwesen zu sein, das wir bereits gerettet haben. Wir sollten das zu Ende bringen. Ich finde heraus, wo der Drache ist. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Ich sollte ja nicht zu viel erzählen immer. Ich weiß ja nicht, was die Story verlangt, aber Professor Fick hat gesagt, ich sollte gar nichts sagen, deswegen... Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das lieber für mich. Zumindest fürs Erste. Ich krieg's eh noch rausgequetscht. Jeder hat sein Geheimnis. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. So, Leute, dann gehen wir mal zum Wahrsagen-Unterrichtsraum. Das ist so frustrierend. Frustrierend? Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Entschuldigung, das war ich. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Hey, lass nach Hogsmeade gehen. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Wurdest du als Animagus geboren? Oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Okay, Gazelle ist in der Steppe aber eher ein Beutetier. Ein Löwe wäre praktischer gewesen, glaube ich. Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Also, dass eine Gazelle im Norden Englands nicht so gut, also schon ein bisschen aufhält, ne? Krass, dass du belauschen konntest, aber wir gehen mal weiter. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Wir machen Fortschritte. Wir können nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Keinen Augenblick. Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht.
Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Ja, dann war das auch schon mit dem Gespräch, was so ein bisschen sich so entfaltet. Ich habe schon mal gesagt, dass die Treppe hier in dem Film woanders war. Das war im 4. Band, wo Moody Neville ein Buch in die Hand gedrückt hat. Aber das müsste ja dann Verteidigung gegen die dunklen Künste gewesen sein. Und das hier der Wahrsagentreppe. Und Moody ist ja schlecht mit seinem Holzbein die Leiter da oben runtergeklettert. Also das ist leider an einer falschen Stelle jetzt so, aber ja. Ich hätte Folgendes noch gemacht. Wir gehen mal nach Hogsmeade und holen uns endlich mal eine Futterkiste und sonst stuff, okay? Oh! Die sind plötzlich aus dem Nichts vor mir aufgetaucht. Dann gehen wir doch mal rein. Hier gibt es viel zu sehen. Ja, ich kaufe mir jetzt Tierwesenfütterer. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Was macht überhaupt diese Spielzeugkiste? Aber dann nehme ich die halt mal mit. Dann gucken wir doch mal, wie wir das mit der Spielzeugkiste machen. Und ich packe die erstmal zum Zuchtgehege, ja? Okay, ist halt sehr düster, aber... So, gucken wir doch mal. Wir haben jetzt einen Tierwesenfütterer. Ei, ja, ist ja big. Und wisst ihr was? Wir könnten den ja mal hier vorne so hinstellen, vor diesen Stamm. Ich glaube, das passt gut. Und da sind dann jetzt die Futterboxen. Ja, und die können sich jetzt von alleine mit Futter versorgen, sehe ich das richtig? Oder ist das nur Deko? Das ist so eine kleine Schaufel, also ja, oh, die geht hoch. Und die Testrale, ja, die füttert wirklich die Testrale, ist doch besser. Dann packen wir doch mal die Spielzeugkiste raus. Die können wir einfach mal mit hier vorne an den Eingang packen, oder? Und die ist irgendwie cool, sagt er. Öffnen. Und dann kann ich hier einen Mondball, einen Quaffel, Knochenball, ja, Knochenball für die Testrale. There you go. Da, spielt mit. Spielen die auch mit? Die sind ein bisschen wuschig gerade dadurch geworden. Aber warte mal, ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Okay, da hat sie was gefunden. Leute, irgendwie klappt das hier nicht so ganz mit dem Ball. Ingardium Leviosa. So, komm doch mal mit hier. Da stürzen sie aber richtig drauf auf den Knochenball. Oh mein Gott. Die geben da mal richtig Vollgas. Ja, dann spiel damit. Kann ich noch weitere beschwören? Also das Einhorn feiert das jetzt, glaube ich, nicht so. Schleimiger Ball aus Popeln, der jeden Knubbel von ganzer Weile ablenkt. Quidditch-Ball und Phönixe offenbar gern spielen. Hat mich gerade das Spiel gespoilert. Phönixe? Oh, hier ist ein Lieblings vom Einhorn. Seifenblase. Ingardium Leviosa. So, komm mal her, Einhorn. Muss doch jetzt hyped sein, oder? Ja. Ach so, wenn ich eine Spielzeugkiste hole, dann verschwindet... Das Einhorn hat da richtig viel Spaß mit. Dann verschwindet aber der andere Ball. Also wenn ich jetzt einen neuen Ball hole, verschwindet der alte. Okay, dann muss ich ansonsten mehrere bauen. Ah, man kann nur eine haben. Okay, man kann nur eine haben. Packen wir es einfach hier hin. Und hier haben wir Niffler und da können wir ja mal die große goldene Kugel holen. Und die Niffler, die werden jetzt hoffentlich ganz verrückt danach. Ja, gucken wir die an. Ja, übrigens, dafür, dass sie aus purem Gold ist, rollt die aber ziemlich leicht, ne? Guck mal, der kleine Niffler, der kann die rollen wie sonst was. Ingardium Leviosa. Komm mit, Niffler. Komm mit, ja, Feinis seid ihr. Ich pack euch mal noch da. Die Niffler. Komm, ich probiere noch mal ein Einhorn. Kniesel habe ich schon. Aber für die ganzen Upgrades brauche ich mal Fupa-Federn. Zumindest so 1-2 wären schön. Oh, ich habe wieder Zentauren gefunden. Ihr seid keine Einhörner. Und da ist wieder eins. Ah, ich hab's doch wieder. Ach, schön. Puh, gut. Ruhig. Ich tu dir nichts. Das würde ich sagen, ist gerettet. Wir haben es. Besten Dank. Und dann gehen wir jetzt mal in Richtung Fupa. Ja komm, machen wir nochmal die Banditen hier unten weg. Die werden auch wahrscheinlich noch eine eingesperrt haben, aber wir gucken mal.
So, dann gucken wir mal meine neuen Verwandlungsmöglichkeiten. Das ist bald, wenn ich die Plage wieder nochmal befreie. Konfringo! Oh. Konfringo! Ja, nee, ich bin da noch nicht. Protego! Hast du schon? Falsch gedrückt, falsch gedrückt. Ich wollte das Fass werfen. So. Hör, was ist hier passiert? Warum kann ich den nicht an, weil der genau dahinter steht? Hä, warum haben meine Spells keine... Ich kann ihn nicht mal holen. Holen. Akku hat auch nicht probiert. Hä, ich konnte keinen Akku. Wir können jetzt ruhig schlafen. Ich konnte keinen Akku mal nix. Oh, ein Schlossstufe 1 und es ist ein Fupa drin. Oh Gott. Na ja, komm, dann räume ich zumindest erst nochmal das Lager weg. Also da ist ein Fupa drin in einem Level 1er Schloss. Das heißt, den kriege ich. Aber ich wollte eigentlich einen verwandeln. Boah, das ist schon okay. Jetzt kann ich mal einen holen. Revelio. Hier war der. Und ich glaube, das war ein höheres Schloss, ne? Nee, auch nur eine, okay, gut, auch nur Stufe 1. Jedenfalls, ich wusste noch, ich habe hier auch schon die Wehrdienstprüfung gemacht, aber ich konnte diesen Fupa nicht einsammeln. Weil, ich das Schloss nicht knacken konnte. So. Und hier dahinter hat man eine Mehrdienstprüfung, die habe ich auch schon komplett erledigt. Ja, dann gehen wir doch mal ran. Und holen wir die beiden Fupa da raus. Levioso! Oh Gott, okay, nee, der ist erstmal weg. Ich kann nicht. Jetzt kann ich den. Okay, okay, okay. Eingetütet. Fupa mitgenommen. Uff. Und unten war noch einer. Den hole ich auch nochmal. Es war nur ein Level 1er Schloss, aber damals hatte ich noch keinen Alohomora. Das war noch vor Alohomora-Zeiten, deswegen konnte ich mir die nicht holen. Und ich glaube sogar vor Tierwesen-Rettungszeiten. Alohomora. Legioso. So. Eingetütet, damit habe ich endlich Fupa. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Und auch Tierwesen gerettet, natürlich verschiedene wieder. Dann geht es weiter und wir werden den nächsten unverzeihlichen Fluch lernen. Das Questbuch hat mich schon gespoilert. Aber ganz kurz davor, ich werde nochmal die Flamme aktivieren, damit ich auch mal schnell reisen kann. Check! Ich habe auch noch ein Einhorn eingetütet und Fupa gefunden, so als kleinen Start für den heutigen Streamtag. Und ich habe gesehen, hier vorne ist Sebastian und ich glaube, laut Questbuch lernen wir Imperio. Da sage ich doch mal nicht nein, wir gehen mal rein. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Erkunden. Ja, stand noch was drin. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Alles klar. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Die Arbeit der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Seltsames geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es mir erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Der Sebastian ist auch dabei. Muss ich mal vorgehen? Der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Revelio. Achso, wir machen immer hier schön fein Revelio, ne? Und da sehe ich doch schon wieder Spinnen. Oh. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei. Revelio. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Huch.
Oh, das Feuer hat das auch weggemacht, ja. Dort oben ebenfalls und lass mich raten. Wingardium Leviosa. Leviosa nehmen. Und das hier hinpacken, so. Leviosa. Dieser Raum ist höher als er scheint. Da kommen wir doch ran. Und hier gibt's wieder eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Richtig, eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Gibt's irgendwas mehr noch? Glaube nicht. Hier gibt's viel Verstecktes, aber... Ich vermute, man kann die Sarkophage öffnen. Akio! Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Revelio! Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Akio! Revelio! Also, ich habe geöffnet, aber hier kommt jetzt nichts weiter mehr. Ja, nee. Geöffnet ist, aber... Revelio. Lumos. Vorne wieder eine Spinne. Lumos. Lumos. Ganz, oh Gott, war ja klar. Protego, Stufe. Die ist schon die Welt tot. Hat eine Spinne. Lumos. Revelio. So, was haben wir denn da? Wieder eine Kiste. Akio. Hallo? Ah. Erstmal hier alles anzünden. Der hilft mir auch nicht mit. Akio. So, ja. Revelio. Lumos. Lumos. Doch, hier oben ist noch was drin. Aber ansonsten sehe ich gerade erstmal nichts. Dann würde ich nochmal sagen, klarer Fall von. Machen wir die Tür auf. Und hier hinten würde es auch runtergehen. Es gibt wieder zwei Orte, wo man runter könnte. Revelio. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Lumos. Klar, ich hier muss beim Altar ist etwas. Ich meine, das ist so töricht, das Relikt meinen Bericht zu erwähnen. Und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe diesen Regel etwas gespürt. Der Regel von Sauerstein aus englischer Eiche soll eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Peris-Fluss zu lernen. Dieser Fluss soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Hm. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Ja, und ich muss nochmal in dem anderen Raum gucken, weil ich glaube, hier ist das Main-Ding, wo es weitergeht. Aber da gab es noch eine andere Abzweigung. Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Hier gibt es halt noch, glaube ich, viel Stuff. Auch hier geht es nochmal lang und weiter. Oh. Ja, moin. Hier ist, glaube ich, nur eine Kiste wieder, ne? Ach, hier. Oh, warte, ich wollte doch hier, oh, noch was anderes machen. Kaboom. Hallo? Was wolltest du denn hier noch? Revelio. Ja, dann war hier halt noch Kistengegend. Aber ich gehe gleich runter zum Rätsel. Wir müssen erstmal hier ein bisschen noch einsammeln. Contrinto! Revelio!
irgendwas versteckt. Da ist noch ein Spinnenknochen. Bombarda! Confringo! Hier ist nochmal eine Big Chest. Revelio! Aber jetzt haben wir hier nichts mehr. Nö, dann war das ein Seitenraum. Was ich aber vorher nicht wusste. Das sieht immer so rechts oder links, rechts oder links. Man weiß es nicht. Hier geht es erstmal auch nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Hier wäre auch noch was. Nee, hier kann ich nicht einfach so rein. Okay. Dann nehme ich erstmal alles mit, was gerade irritierend ist. Sprich, alle Gegenstände zum Einsammeln. Ja, dann sind da die Knochen jetzt frei. Nehmen wir doch mal die Knochen mit. Ah. Da klappern die Knochen. Wir werfen noch ein bisschen mehr Knochen. Nee. Da ist auch eine Druckplatte oder sowas drauf. Hallo? Vingadium Leviosa. Nee. Revelio. Da oben noch was. Irgendwo da ist von innen ein Haken. Confringo. Da kann man nochmal zur Seite reingehen. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Oh. Hier ist ja Revelio. Volles Programm. Accio. Einen sicheren Weg hinüber. Das ging anscheinend. Akio. Das wieder nicht. Oh, noch da gefallen. Kann er Seite einfach hoch. Lumos. Guck mal, was die Teufelsschlinge hier drauf. Hier unten sind Feuerstellen. Die kann ich bestimmt mal. Konfring. Nee, das muss ich anzünden können. Warte mal ganz kurz. Lumos! Confringo! Nein. Okay, ich krieg das nicht angezündet. Ja, ich vermute mal, da muss ich halt die Knochen von innen mitnehmen. Gucken wir mal. Oder? Warte mal, kann ich die überhaupt hier durchhauen? Ringardium Leviosa! Oh, da warte mal ganz kurz. Was ist denn hier mit? Bombarda. Oh. Revelio, hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Accio. Können wir alles mal rausholen. Da sind auch nochmal Knochen. Revelio. Ja. Vingadium Leviosa. Na schon, nehmen doch mal alles hier mit. Oh. Das sind jetzt zwei. Und die auch noch mal? Oh, auch. Okay, das war der dritte Teil. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Aber da hinten ist noch ein weiterer Gang. Da muss ich nochmal gucken, bevor wir weitergehen. Hier gibt es auch noch was zu machen. Confringo! Bombarda! Ja, die Tür habe ich schon mal aufgekriegt, aber... Aber was ist denn, wenn ich hier hingehen muss? Einfach? Und dann? Accio! Aha. Lumos. Das hat aber schon mal geklappt.
Akio. Lumos. Wingardium Leviosa. Hat er irgendwas gemacht? Vielleicht müssen die hier zuerst dann? Ja? Nee? Wingardium Leviosa. Würde ich gerne mal mitnehmen dann. Sieh, das hat geklappt. Ich finde das manchmal seltsam. Ich weiß nicht genau, wo ich die hier so... Okay, wackelige Knochenbrücke steht. Okay. Lumos. Hier ist gut Stuff zum Sammeln. So, oh. Akio. Mit einer Kiste, wieder einer Karte. Revelio. Akio. Und das öffnet bestimmt das Tor. Okay, den Seitengang habe ich jetzt auch gelootet mit dem anderen Rätsel. Ebenfalls wieder mit Knochen. Einfach nur rausholen, dann kommt da so eine Brücke. Und dann gehen wir hier runter in den nächsten größeren Raum. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ey, der ist 15, woher kennt er den? Wo hast du den Imperius-Fluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Und wo hast du das bitte geübt? Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Geht. Links, F, rechts, Leertaste, ne? Links, F, Leertaste, ja. Und da haben wir ihn, Imperio. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Okay, da habe ich gerade Imperio gelernt. Jetzt geht's hier hinten aber ab. Warum muss ich mal ganz kurz hier hochgehen? Kurz hier. Der Zauber interessiert mich. Kann der Imperio? Ich hoffe, der kann Imperio jetzt. Er hat sich gerade vergraben. Und da hinten ist er rausgegraben. Ist er jetzt auf meiner Seite? Oh mein Gott! Die Spinne hat die andere weggefressen, aber komplett. Auf den Kopf. Ja, ein Defindo könnte ich auch mal machen. Ah, ja, tut mir leid. Ich werde noch. So. Können wir uns mal aufgraben. So, wo wolltest du gerade noch hin? Wir sind von oben gekommen, ja? Ich nehme mal wieder alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also gibt es schon wieder mehrere Ausgänge. Hier geht es einmal runter, da sehe ich schon wieder eine Big Spider. Eine Big, Big Spider, oder? Bombarda. Hier wird es auch nochmal lang gehen. Was haben wir denn hier? Noch ebenfalls. Eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist ja zu nett von dir. Selbstredend. Lumos. Lumos. So, es wäre schön, wenn einer einfach Lumos machen, dann ist gut. Ich muss hier wieder an den Teilen pullen, so wie es aussieht. Und da vorne sind noch wieder Skelette. Lass mich raten. Wingardium Leviosa. Da ist wieder so ein Tor, okay. Das sieht aber aus, als würde es da weitergehen. Was haben wir denn hier auf der anderen Seite noch? Also ein großes Spinnennetz. Da vorne sehe ich eine Akkumantula. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich habe die große versucht zu verwandeln, aber das hat nicht geklappt. Aber die steht gerade nur dumm da. Akio.
du vor? Findo, Potato, Levioto. Bam. Da hab ich die, das hat richtig Damage gemacht. Das hat richtig Damage gemacht. Gehen wir nochmal hier lang. Haben wir noch irgendwo was? Ah. Ja, ja, ja. Also die große. Ich hab. Das Spin so eine Sauerei machen. Die. Bisschen dramatisch, oder? Die großen Spinnen kann ich nicht verwandeln, logischerweise anscheinend. Ich kann nur kleine Gegner verwandeln und dann auf die großen Gegner schleudern. Da war noch eine Kiste, by the way. Muss ich nochmal alles durchsuchen. Sag mal, ich komme nicht hinterher. Wo geht's denn mal lang? Hier verläufst du dich ja drin. Lumos, Lumos. Außerdem ist das immer schwierig mit Licht. Rebellion, Lumos. Das, also ich fände es cool, wenn Lumos ein bisschen länger bleiben würde, bis man es deaktiviert oder so. Das ist ja... Okay, da sind wieder kleine Gimmelspinnen drin. Akio. Confringo. Oh, war aber nur Deko. Kleine Gimmel-Deko-Spinnen. Revelio. Mega-Power-Tränke, alle voll. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. So, dann hätten wir hier wieder... Confringo. Bombarda. Oh, kann man hier durchgehen? Ja. Revelio. Das sieht aus wie eine Neben-Loot-Kiste wieder. Ja, nehm ich das doch mal mit. Nehmen wir das mal mit. Outfit-Gegenstand. Ja, hier ist erstmal nichts. Dann hätten wir hier wieder einen. Bombarda! Weiteren Eingang. Revelio. Aber hier ist auch nur noch eine große Kiste. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Ja. Das glaube ich auch. Warum sollte auch jemand? Hier ist definitiv nichts mehr. Da vorne ist noch ein so ein Potion, aber meine sind ja voll. Die kann ich nicht mehr nehmen. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann können wir nach oben in die andere Richtung. Dann als nächstes brauche ich doch mal... Akio. Sollte das ja auch gehen. 42. Und dann muss ich noch den da aufmachen. Dafür brauchen wir... ...das. Und das. Ingardium Leviosa. Knochen drin. Hallo? Oh, ja, die müssen irgendwie weird drauf. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Die müssen richtig draufgelegt werden. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Jetzt reicht's aber mit den Jokes hier. Dann geht es auch hier rein und wir schauen mal, was wir noch vor uns haben. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Hallo? Natürlich. Oh nein, die... Oh, ich hätte eine andere nehmen sollen. Machen wir, komm selbst weg. Und da kommt eine Akkumantula. Ah, drei Stück. Oh nein. Boah, da bin ich aber gerade auch mal ausgewichen hier. Oh ne, die kleinen, die müssen mein. Die sind mein Futter eigentlich. Wollen wir noch für die Korn, für die große, weil es eine große ist. Komm her. Oh. Ich hab die einfach komplett gecrushed. Hallo? Kann ich nicht zufällig? Warum habe ich denn keinen alten Magiewurf mehr gerade? Achso, weil kein Gegner mehr da ist. Ich wollte das Fass hier schon picken. Was war das? Oh! Oh, die verwandeln sich auch wieder zurück. Von den Fässern, wenn man die nicht nutzt.
Alles klar. Dachte ich, das hört nie auf. Lumos. Okay, also die große Akromantula haben wir eben zu einer kleinen Spinne geschrumpft und sind draufgetreten. Das war schon geil. Aber ich weiß immer nie, welche alte Magie gewirkt wird. Das ist immer random, wenn ich die aktiviere. Lumos. Das sieht fast wie ein Portal aus, wo es nochmal durchgeht. Lumos. Ich mag es zu kämpfen hier. Ich mag das Kampfsystem. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Revelio. Lumos. Nö, nö, nö. Hier liegt noch Geld rum. Außerdem liegt hier auch noch mal, Accio. Also auf dem Tisch. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist ein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Ja. Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ich weiß ja nicht, also normalerweise bin ich halt nicht so der Typ dafür, das zu machen. Ich hätte gesagt, nee, lass ihn lieber liegen und sowas. Aber ich weiß halt nicht, ob das die Story ansonsten so richtig weitermacht, wegen letzten Fluch noch und so. Und weil es halt ein Game ist, möchte ich das ausprobieren. Normalerweise hätte ich das eben nicht genommen, aber vielleicht hätte die Geschichte sich dann so gewunden, dass der es trotzdem unbedingt mitnehmen will und irgend sowas in der Richtung. So, dann gehen wir vor. Und wer ist denn uns da ist gefolgt? Das Ominous? Was macht denn der da? Ja gut, dann gucken wir mal, was der von uns will. Ominous, die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Okay, also ich vermute mal, egal was ich da geklickt hätte, hätte ich gesagt, nee, lass das Relikt nicht nehmen. Dann hätte der es aber wahrscheinlich trotzdem genommen. So. Und dass man immer wieder an denselben Handlungsstrang rankommt, so wie ich, habe ich das Vermutung auch schon bei früheren Dialogen gehabt. Aber gut. Okay. Du hast recht. Das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Jetzt probiere ich mal die Richtung. Wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden, aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Siehst du, die Geschichte macht das eh. Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tue ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Alles klar. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Das kommt mit. Oder so. Außer jetzt chillt da noch in irgendeiner Eulenkatakombe. Haben wir da noch irgendwo? Nee, die meisten Sachen hier drin habe ich alle mitgenommen. Ich glaube, da hinten wären noch ein paar Horklumpe oder sowas. Die sind wieder neu gewachsen. Ansonsten nur Rätselstuff. Ja, wir können rausgehen. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm?
Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Und es geht heraus. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Tja, dann müssen wir zurück nach Faycroft erstmal. Ist das normal, dass das Dorf... Oh nein, das ist nicht gut. Oh. Was ist los? Frau, da drüben, beim Dorf. Ich wollte gerade sagen. Ist das Dorf angegriffen worden, oder was? Das Dorf raucht. Ärger in Faycroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Herr Schmied, ein paar Zaubersprüche ausprobieren. Was ist denn hier los? Sicher, dass du kein Kugel bist? Imperium. Kotio. Gerade so noch abgewehrt. Oh, ein Kobold, der Anne sieht. Imperium! Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Ich weiß aber nicht, welchen Pfad ich gehe. Ich wollte ja nicht so dunkler Magier gehen, aber... Ich glaube nicht, dass ich durch meine Antworten so viel beeinflussen kann in dem Game. Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt, mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Dann sage ich mal das ganze Zeug ein. Revelio. Da liegt noch was rum. Boah, die ultra viel Zeug hier vorne. Aber weitestgehend nur, na gut, Geld, ne? Ja, dann, da gibt es sogar noch was zu reparieren eventuell, wenn ich so richtig sehe. Reparo. Ja, einfach mal einen Wagen wieder zusammengesetzt. Passt. Cool, das war... Da ging es ja gerade ziemlich ab. Verzeihung, Mr. Sello. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Faycroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne.
Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Dann hat sich das erstmal hier. Aber wir haben wieder was Neues gelernt. Wie gesagt, also ich muss die anscheinend, oder ich kann die lernen so. Aber wenn, um das vollständig abzuschließen, würde ich den auch lernen, meine ich. Leute, dann gehen wir nochmal in die Krypta zu Sebastian. Wir sind noch nicht ganz fertig damit. Wir sollen ein bisschen mit dem quatschen. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Alles klar.